ne? Ein Auge wird immer gut und ein Auge wird immer katastrophal. Oh. Hallöchen Mädels, da bin ich wieder. Ja, und wie ihr seht, bin ich heute ungeschminkt. Und das hat folgenden Hintergrund. Ich habe bei der lieben Schnupflauf Muffins, sie hat auch einen Kanal hier bei YouTube. Ich werde ihn euch gerne verlinken. Sie macht super Videos, guckt gerne mal bei ihr vorbei. Sie hat ein Video gemacht, was zu einer Reihe wohl gehört, so wie ich das verstanden habe. Ich fand das eigentlich ganz schön. Sie hat sich geschminkt und hat dabei einfach geplaudert. Ich dachte mir, ich nenne die Reihe Pinseln und Plaudern, wie ihr unten im Titel seht. Und ja, würde sagen, wir legen dann einfach los. Ich habe mir hier hinten ein paar Produkte rausgesucht. So, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, genau. Bevor wir anfangen, sollte ich mir vielleicht mal meine Haare zusammen machen. Ich hasse es, wie die Pest, wenn mir meine Haare beim Schminken ins Gesicht fallen. Kennt ihr das? Also wenn ihr auch lange Haare habt und die euch immer im Gesicht rumbaumeln, dann werdet ihr mich verstehen können. Sieht jetzt zwar nicht besonders sexy aus, aber muss es ja auch nicht. Machen wir ja gleich wieder auf. So, als nächstes würde ich sagen, ich hole euch einfach mal ein bisschen näher ran. Zack. Jetzt seht ihr mich von ganz nah und ja, könnt sehen, was ich hier so veranstalte mit meinem Gesicht. So Mädels, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und wir legen los. Ich habe mir jetzt mal meine ersten beiden Produkte geschnappt und ja, das ist die HD Liquid Coverage Foundation. Ich habe hier die Farbe 010 Light Beige und ja, mein Beauty Blender dazu, wie sollte es anders sein? Und ganz wichtig, da ich das nicht über diesen Bildschirm da kann, habe ich mir hier so einen Spiegel organisiert und ja, den werde ich jetzt zur Hilfe nehmen. Mal gucken, wie das klappt. Ist ja meine Premiere, ne? Ja, und vor allen Dingen gucken, ob ich es schaffe, euch zwischendurch noch ein bisschen was zu erzählen. Frauen sind ja eigentlich multitaskingfähig, aber ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht so wirklich dazu gehöre. Ich mache das immer so, dass ich mir immer ja, ganz viele Kleckse in meinem Gesicht verteile. So, jetzt sehen wir ganz toll aus. Ich muss mir mal irgendwann mal so ein, ja, wie heißen die Dinger? So ein Mischteil holen, das die Make-up-Artists haben. Ich weiß nicht, wie die heißen, keine Ahnung. Ist natürlich sinnvoll, weil ich es dann nicht googeln kann. Ja, ihr könnt mir auch hier unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie das heißt. Vielleicht gibt es ja unter euch Profis. Ach ja, das wollte ich auch noch anmerken. Also ich sitze zwar hier und schmink mich und laber dabei ein bisschen, aber ich bin kein gelernter Make-up-Artist oder sowas. Wer mein Q&A-Video gesehen hat, der wird das wissen. Von daher bin ich kein Profi und ja, an manchen Stellen solltet ihr euch auch echt kein Beispiel daran an mir nehmen, wie ihr gleich sehen werdet, weil da habe ich echt noch so meine Probleme. Aber ja, für mich reichen meine Schminkkünste. Das ist jetzt, soll jetzt hier auch nicht irgendwie so eine Art ja, Tutorial werden, wie macht ihr was, weil ich glaube, davon gibt es mittlerweile genug hier bei YouTube. Und auch gute Leute, die das machen, die davon auch wirklich Ahnung haben. Und ja, einfach nur, wie der Titel schon sagt, Pinseln und Plaudern. So, die Foundation ist drauf. Und als nächstes gehe ich immer hin, weil ich, ihr werdet sehen gleich, dass ich die Schritte ein bisschen anders mache oder in einer anderen Reihenfolge mache, wie viele andere. Das hat aber einen guten Grund, den ich euch gerne erklären werde, später, wenn die Zeit dazu ist. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt erstmal Eyeshadow Base. Eyeshadow Base ist ganz wichtig bei mir, weil, ja, ihr seht, ich habe Schlupflider. Mein Lidschatten, der hängt immer da unten, beziehungsweise da oben in der Lidfalte. Und ja, sieht einfach nur hässlich aus nach einer Zeit. Und deswegen brauche ich Eyeshadow Base. Das ist jetzt hier eine von Essence, die Eye Brightener. Ja, da nehme ich übrigens den Beauty Blender hier dafür, um das einzuklopfen. Das machen wir mit den Augenbrauen weiter. Ja, hierfür nehme ich eigentlich so gut wie immer, zumindest wenn ich mich am Wochenende schminke, die NYX Tame & Frame Tinted Brow Pomade. Das ist ja, soll ja dieses Dupe zu diesem Anastasia Beverly Hills Gedönsrad sein. Das habe ich nicht, sage ich direkt, weil ja, ist mir irgendwie zu teuer, sehe ich nicht ein. Und ich bin jetzt auch nicht so die Augenbrauen-Queen und ich brauche das auch nicht so. Ich male die immer nur ja, so ein bisschen nach und versuche irgendwie ein bisschen was auszubessern, aber ihr werdet gleich sehen, ich bin da nicht die Queen für, was Augenbrauen angeht und
Ja, ich mag das auch nicht, wenn ich solche Balken da irgendwie habe. Von daher, ja, gehen wir einfach mal hier rein mit dem Pinsel, hier mit dem 322er Browline von Zur Eber. Und ja, ich lasse das jetzt mal ein bisschen schneller laufen, weil es dauert halt immer eine Zeit. So, ja, wie ihr seht, ist kein großer Unterschied zu vorher, aber ja, Augenbrauen sind einfach nicht meins. Nun kommen wir zum Lidschatten. Und ja, ich hatte es ja bei den Insta-Stories erzählt. Ich habe mir die beiden Zoeva-Paletten bestellt. Die neuen, die es da gab, die gab es ja in der, ja, in der Pressemitteilung. Ich habe ja den Newsletter von denen, wie wahrscheinlich viele von euch. Und ja, da waren die halt drin. Und als ich sie gesehen habe, wusste ich, ich muss sie haben. Ich habe zwar schon ziemlich viele Lidschatten. Ihr werdet das auch sehen, wenn ich mal irgendwann dazu komme, meine Schminksammlung für euch abzudrehen. Das steht noch auf der Agenda. Mache ich noch. Aber ja, ich musste sie haben. Ich habe sie fast alle, die Zoeva-Paletten, zumindest die ja, einigermaßen alltagstauglich sind, würde ich sagen, und mir gut gefallen. Und ja, so mussten halt auch diese sein. Und ja, es ist einmal hier die Caramel Melange und die Blank Fusion. Und ja, ich dachte mir im Rahmen eines First Impression, weil ich habe sie bis jetzt noch nicht angetouched. Ich war brav. Ich bin noch nicht mal mit dem Finger reingegangen, habe geswatcht. Mit der möchte ich mich heute schminken. Zum ersten Mal. Und ja, ich bin genauso gespannt wie ihr wahrscheinlich, wie sie es denn so ist. Also zuerst mal zu der Palette an sich. Ihr bekommt hier wieder 10 Farben. Davon sind in dieser Palette 6 matte und 4 schimmernde. Wie ihr seht, sie ist noch unbenutzt. Ich habe nicht gelogen. Ich war noch nicht dran und drin und alles Mögliche. Und jetzt wird sie eingeweiht. Und mir, upsala. So eine Art Basis zu schaffen, nehme ich hier so einen Blenderpinsel, das ist hier der alte von Ebelin, den finde ich ganz gut, der neue, der geht ja gar nicht. Ich habe ja diese Reviews, die ich gesehen habe, die waren ja erschreckend. Die Dinger haaren wie der Teufel und ja, ich bin froh, dass ich hier noch so einen habe. Und nehme die Farbe Wax Paper, hier das ist dieser Creme-Weißton da oben und gebe mir den mal einfach aufs, ja, auf mein komplettes Auge, auf mein bewegtes Lid und auch bis hoch zur Augenbraue, um gleichzeitig da auch ein bisschen Highlight zu schaffen und ja, als Basis. Als nächstes nehme ich mir noch einen Blendepinsel. Diesmal ist das der 228er Luxe Crease von Zur Eber. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe bei Instagram ein Bild gepostet. Es gibt in der aktuellen Ausgabe von der Madame diesen Pinsel geschenkt als Goodie. Als nächstes nehme ich mir immer einen, ja, einen Blendeton, den ich auch später nochmal als Blendeton verwende und mache mir hier in der Falte erstmal so ein bisschen, schaffe mir so ein bisschen, ja, Kontur, kann man sagen. Und das mache ich jetzt hier in dem Fall, mache ich das hier mit Universal Delight. Das ist der Ton neben dem weißen. Ja, so ein Beige-Ton, würde ich sagen. Und mit dem Pinsel hier, wie gesagt. Und das muss auch gar nicht ordentlich sein. Ich möchte mir einfach ein bisschen Dimension schaffen, um mein bewegliches Lid von meinem restlichen Auge aufzuteilen, abzuteilen. Und ich merke gerade, es wird doch ein Tutorial. Ich bin irgendwie der geborene Erklärbär. Merke ich auch immer wieder auf der Arbeit. Und dabei wollte ich das doch gar nicht.
Ich sehe gerade irgendwie, ich habe mir meine Haare. Kommt da oben so ein Ding da raus. Sieht ja komisch aus. Hm. Naja, gut. Machen wir weiter. Als nächstes nehme ich hier so einen kleineren Blendepinsel. 231er Luxe Petit Cuisse. Der ist halt so wie der erste, nur ein bisschen kleiner. Und was nehme ich denn für einen Ton? Ich habe, glaube ich, heute mal Bock auf was Warmes. Es ist ja noch Herbst, auch wenn es draußen schon ziemlich kalt ist. Aber es ist eigentlich noch Herbst. Im Herbst liebe ich irgendwie warme Farben, die ihr auch später am Lippenstift sehen werdet. Und ja, was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme mal Star Soft hier unten, dieser Ton. Der ist halt, wie gesagt, auch matt. Und ich glaube, den gebe ich mir jetzt mal in die Lidfalte und ins äußere V. So, und zum Verblenden nehme ich dann wieder den Pinsel. Ich trage mir jetzt mal hier so einen schimmernden Lidschatten auf das bewegliche Lid auf und guck dann mal, ob es mir immer noch gefällt. Ja, ich überlege gerade, ich glaube, ich nehme doch nochmal was Dunkleres, weil die Farbe, also das kommt mir jetzt so zumindest so vor, ist doch ziemlich dunkel hier, dieses 182 Grad Celsius und verschluckt quasi die Farbe Lid. Habe ich mir die Mühe umsonst gemacht und von daher nehme ich, glaube ich, nochmal was Dunkleres. Ja, das ist besser. Jetzt mal hier zu der Palette. Ich bin ja jetzt fertig mit meinem Lidschattengedöns hier. Ja, ich muss sagen, es sind sehr schöne Farben. Warme Töne, ich mag das. Und hier dieser 182 Grad, der hat es mir irgendwie angetan, muss ich sagen. Der ist total geil. Habe ich das jetzt gesagt? Ja, habe ich. Hier dieser Liquid Center, der ist aber auch scharf. Also ich glaube, den werde ich auch irgendwann mal austesten. Ja, die Töne, wo ich jetzt bis jetzt reingepatscht habe, fand ich gut. Der weiße hier, der hat ein bisschen gekrümmelt. Ja, ist bei matten Lidschatten auch keine Seltenheit. Aber für den Preis, ja, bin ich mir nicht so ganz schlüssig. Aber Farbabgabe war super, Pigmentierung und hat sich auch gut auftragen lassen, obwohl er ein bisschen gebröselt hat hier im Fännchen. Aber wenn man in den Auslauf geht das und hat auch kein Fallout. Ja, der hier hatte ein bisschen Fallout hier, 182 Grad. Aber gut, es ist halt auch ein Glitzerton oder ein schimmernder Ton, das haben die irgendwie alle. Auch von anderen Marken. Und ja, die matten Töne sehr schön. Das Einzige, was mir, wo ich sagen muss, was ich jetzt gerade auch gemerkt habe, was mir hier ein bisschen drin fehlt, ist ja so ein ganz dunkler Ton einfach. Ich nehme halt immer noch gerne so einen ganz dunklen Ton, halt für die Lidfalte, um das abzugrenzen. Und ja, das ist jetzt hier der dunkelste von den Braunen, zumindest abgesehen mal hier von dem Lila, aber ja, das ist jetzt nicht so meine Welt, muss ich sagen. Also das Braun ist halt das dunkelste, was es hier gibt. Und ja, das finde ich im Gegensatz zu diesen Tönen hier, die ja für das bewegliche Lid dann so sein sollen, finde ich das ein bisschen dürftig. Ja. Ja, ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch die Palette auch gekauft habt oder vielleicht die andere davon. Und ja, vielleicht können wir uns da mal ein bisschen austauschen. Würde ich mich freuen. Und jetzt habe ich wieder den Faden verloren und weiß wieder nicht, was ich sagen soll. Oh Gott. Ja. Wir machen das jetzt mal zu und machen jetzt mal weiter, würde ich sagen. So, und jetzt kommt das Experiment. Ich werde einen Eyeliner ziehen und Mädels, ich mache das zum ersten Mal mit einer Hand und mit dem Spiegel. Ich bin gespannt, wie das wird. Wir werden es sehen. Ihr wisst ja, dass ich ja nicht so wirklich einen Eyeliner ziehe. Ich verdichte eigentlich immer nur meinen Wimpernkranz.
Jetzt nehmen wir hier unsere Wimpernzange. Ja, ich hatte ja schon mal ein paar Mal gesagt, ich habe einfach schreckliche Wimpern. Ich stehe dazu. Die sind halt nicht besonders lang, nicht geschwungen, haben kein Volumen. Ja, haben eigentlich alles, was eine Frau nicht haben will und nicht braucht. Und von daher foltere ich sie immer hier mit diesem Instrument vorher. Damit da wenigstens ein bisschen Schwung reinkommt. So, und als Mascara nehme ich jetzt hier meine Volume Million Lashes Fatal. Ich muss dazu sagen, ich bin hier Team Gummibürste, ne? Danach gehe ich immer noch hin, nachdem ich die Mascara aufgetragen habe, das mache ich halt auch immer noch so, gucke ich halt immer, weil die Wimpern werden ja halt dann länger durch die Mascara, klar, das ist ja auch der Sinn der Erfindung, ne? Ja, dann ragen meine Wimpern meistens über diesen, diese Kontur, die ich mir eben geschaffen habe, hinaus und das gefällt mir dann nicht mehr, weil dann sehe ich es halt nicht mehr durch die Schlupflider auch. Weil von meinen beweglichen Lidern habe ich halt nicht viel, wegen den Schlupflidern. Und will mir dann halt wenigstens eine Falte schaffen irgendwie. Und dann gehe ich dann meistens mit diesem Blendeton, den ich eben am Anfang verwendet habe, nochmal drüber, um, ja, dass man den halt auch sieht. Ja, die Logik müsst ihr auch nicht verstehen, aber ja, ich mache das so. So, ich nehme dann halt hier wieder diesen Blendepinsel und diesen Beige-Ton. Und gebe mir den dann hier so hin. Ja, meine Augen sind halt nicht die einfachsten beim Schminken, weil die halt nach außen gerade das hier so abfällt, einfach so komisch. Und dadurch lande ich halt mit dem Blendeton, wie ihr seht, halt auch öfters in diesem äußeren Augenwinkel einfach. Das lässt sich nicht vermeiden oder ich kann es nicht vermeiden, weil, wie gesagt, ich bin da kein Profi. Aber ich habe da eine ganz gute Möglichkeit, um das zu kaschieren, beziehungsweise wieder weg zu radieren, wenn man so sagt. Das ist halt auch der Grund, warum ich den Concealer nach dem Augen-Make-up auftrage. Weil dann kann ich das nämlich, dann kann ich mir so ein, ja, so eine V-Form schaffen, so ein bisschen Katzenaugen, obwohl, ja, Katzenaugen ist jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Fangen wir damit nicht an. Ich bin gerade mal am Anfang, was Armus angeht. Aber ich hoffe einfach, ihr wisst, was ich meine. Als nächstes nehme ich hier die Liquid Camouflage Concealer von Catrice, ist der. Ja, der hält lange, da steht jetzt drauf Waterproof, habe ich jetzt nicht probiert, ich bin damit noch nicht schwimmen gegangen. Aber der ist schon gut. Also für das Geld, ich glaube der, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, der kostet auf jeden Fall, glaube ich, unter 5 Euro kostet er. Und während ich quatsche, mache ich mir jetzt hier meine Kriegsbemalung, wie mein Schatz immer sagt. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil sonst trocknet der Concealer ein und dann sehe ich gleich komisch aus. Ja, also das ist mein erstes Schminkvideo, merkt man gar nicht, ne? Das Ganze wird jetzt mit Puder gezettet und zwar mit diesem hier, das ist das Manhattan Soft Compact Powder in der Farbe Transparent oder Transparent, so, Transparent, gibt's doch gar nicht. Und dafür nehme ich hier den 105er Luxe Highlight und ja, gebe mir das in tupfenden Bewegungen hier auf. Machen wir weiter mit Kontur. Da das ein etwas wärmerer Look ist,
nehme ich heute mal nicht mein Catrice Contouring Set, was ich sonst immer nehme, oder mein NYX Taupe, sondern diesen Bronzer hier. Das ist der Verde Duo Bronzer, gebackener Duo Bronzer. In der 10 Light Bronze. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich habe den schon, keine Ahnung, wie viele Jahre. Und dazu nehme ich mir hier diesen Pinsel. Das ist der 126er Luxe Cheek Finish. Den nehme ich super gerne auch zum Konturieren, weil, ja, ich habe zwar auch diesen Malerpinsel, sage ich immer. Den werdet ihr gleich noch sehen. Den nehme ich nämlich für was anderes. Aber, ja, da ist die Kontur ist mir dann zu hart irgendwie. Ich mag es nicht, wenn das so hart ist alles und man das so sieht. Ich bin da immer noch so ein bisschen, weil ich bin ja halt auch kein Profi, wie gesagt. Und ja, wenn man es halt sieht und man macht es falsch, dann sieht es halt sehr schnell ziemlich schlimm aus, meiner Meinung nach. Und dann sollte man es lieber ganz sein lassen oder halt dezent machen. Und von daher mache ich das halt immer damit und das geht super. Da kann man das auftragen und direkt auch verblenden. Ich habe das Glück, sagen wir mal, von Natur aus schon so ein bisschen, falls ihr das seht im Video überhaupt, also ich sehe das hier im Spiegel auf jeden Fall, dass meine Wangenknochen einfach so gemacht sind, dass ich schon hier Kontur habe. Von daher brauche ich das nicht so stark zu machen einfach und versuche das halt den Effekt so ein bisschen mehr rauszuholen und arbeite lieber, ja, da zum Beispiel an meinem Gesicht, um zu konturieren oder zum Bronzen und vor allen Dingen hier unten, weil, ja, ihr seht das vielleicht jetzt hier im Bild, wenn ich meine Haare geschlossen trage, ich habe einen Quadratschädel. Das mag ich nicht besonders gerne. Das geht mit Bronzer ganz gut. Ich setze halt hier einfach an und gehe dann halt so in dieser, ja, so wie man halt auch bronzen würde, in dieser Dreierform, gehe ich halt entlang, ne? Hier arbeite ich halt, wie gesagt, ganz gerne mit Bronzer oder Kontur. Wobei ihr hier auch aufpassen müsst, gerade hier so unterm Hals, ne? Wenn ihr das nicht richtig verblendet oder ausarbeitet, dann ja, sieht das schnell so aus, als ob ihr euch 3 Wochen nicht gewaschen hättet. So, jetzt kommt hier dieser Pinsel zum Einsatz. Das ist der, wovon ich gerade gesprochen habe. Der ist nämlich eigentlich zum Konturieren, laut Eva. Dieser Luxe Face Paint, die 109. Den haben bestimmt auch viele. Aber wie gesagt, für die Wangen nehme ich den nicht, der ist mir zu hart. Aber wofür der super ist, ist für die Nase. Weil der hat so eine schöne flache Form, wie ihr seht. Ich meinen Spiegel wegpacken. So eine schöne flache Form, wie ihr seht. Und da kommt man super in die Kanten mit. Ich benutze nicht so viel Highlighter oder gar kein Highlighter, aber an einigen Stellen benutze ich es dann doch wieder. Das sind zum Beispiel der innere Augenwinkel auf jeden Fall, um meine Augen größer zu machen, weil alles, was man ja hervorhebt, ihr wisst, bla bla bla, ne, brauche ich nicht mehr zu erklären, ist eine alte Jacke. Auf jeden Fall nehme ich den hier für den inneren Augenwinkel, dafür ist der super und ein bisschen gebe ich mir immer auf die Nase, um mir eine Stupsnase zu machen und ich könnte vielleicht mal gerade mir schon mal einen Pinsel suchen. Und zwar diesen hier. Auch der ist von Real Techniques. Mein Gott. Das ist der Shading Brush. Ich weiß nicht, für was der ursprünglich ist. Ich glaube, das ist ein Augenpinsel. Ja. Auf jeden Fall, ich sehe gerade, der ist dreckig, ich muss meine Pinsel waschen, unbedingt. Auf jeden Fall nehme ich den und da kann man super mit im inneren Augenwinkel arbeiten, ohne dass es halt schnell zu viel wird. So, meine Nase auch wieder nicht zu viel. Auch da nehme ich mir nochmal einen Pinsel, um das Ganze zu verblenden. Hier auch nochmal von Real Techniques. Ich habe sogar noch mehrere von Real Techniques, seht ihr? Der Setting Brush. Und damit kann man halt auch gut Highlighter auftragen und damit verblende ich das hier nochmal. Und ich sehe gerade, ich habe eine leuchtende Nase, gerade wie Rudolf. Ah nee, die war ja rot. So, jetzt kommen wir zum Lippenstift. Hier nehme ich zuerst mal einen Lip Liner. Das ist hier von Maybelline, der Color Sensational in der 440 Coral Fire.
McChili. So sieht der aus. Habe ich euch auch, glaube ich, auch schon mal in mehreren Bildern gezeigt. Mein absoluter Favorit, gerade im Herbst. Ich liebe diese Kombi aus Rot und Braun. Große Liebe. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal meine Haare auf. Ja, das ist dann halt der fertige Look. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und der Look gefällt euch auch. Oh, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so im Alltag immer schminkt, was ihr verwendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Und